Ja. Sausia. Exzellente Beschreibung. Hm, wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie dahin gekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir noch mal suchen? Sausia. Ach ja, da wären wir. Ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Wer hat diese Laterne dahingestellt? Ja, das ist kein sicherer Platz für eine Laterne. Gefährlicher Laternenpfahl im Fußgängerbereich. Aha. Das ist also Ihr Auto, habe ich recht? Ja. In dem Auto saßen Sie bei dem Ausflug, als Schorsch seinen Dinosaurier verlor? Ja, warum? Nichts für ungut, aber... Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye, bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Heute wollen wir einen Gartenteich ausheben. Oh! Zuallererst graben wir ein tiefes Loch. Hier kommt Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Guten Tag, Oma Wutz. Was kann ich Ihnen heute Schönes verkaufen? Ich brauche heute nichts, danke schön. Ah, wo ist denn Opa Wutz? Möchte er etwas haben? Er hat mit dem Bau seines Gartenteichs zu tun. Oh, Gartenteich, da habe ich genau das Richtige für ihn. Es ist ein angelnder Gartenzwerg. Reizend. Antik und einzigartig. Ich nehme ihn. Peppa, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Sie graben. Oh, Peppa hat eine kleine Tasse gefunden. Oh, die sieht ja aus wie eine richtig alte Teetasse. Oh.
Schorsch hat einen sehr großen Knochen gefunden. Saurier. Das ist vielleicht wirklich ein Dinosaurierknochen, Schorsch. Ha? Was ist denn das? Opa Wutz hat eine Münze gefunden. Ein Goldschatz, Opa. Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Hervorragend. Wir haben eine Tasse, einen Knochen und eine Münze ausgegraben. Es ist ein vergrabener Schatz. Wie aufregend. Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert. Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Herr Fuchs sagte aber, er sei antik. Sehr selten. Einzigartig. Klar sagt er das. Opa, glaubst du wirklich, dass wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Hier ist das Museum. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Löffel. Wir haben ein paar Schätze ausgegraben. Dann schauen wir mal, was Sie mir da bringen. Eine chinesische Teetasse. Interessant. Und was wollten Sie mir sonst noch zeigen? Eine Münze. Hallihallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oho, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das Richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Rütz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hoch! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut, und du kommst doch zu der Aufführung? Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich, ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh, supi! Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag. Macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag ah. Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Hau, hau, hau. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah.
Zeigst du uns den Schlitten mal? Also, Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen.